herzlich jetzt willkommen zu einer Sondersendung von DreistTV. Ich befinde mich hier auf dem Dach der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. In den letzten Monaten haben wir verschiedene Studiengänge der Hochschule Ostwestfalen-Lippe besucht. Die ersten Studenten, denen wir über die Schulter geschaut haben, waren die Lebensmitteltechnologen aus Lemgo. Ich bin jetzt hier am Getränketechnikum und werde zusammen mit den Lebensmitteltechnologen Bierbrand herstellen. Ausgerüstet bin ich, startklar und werde da jetzt einfach mal reingehen. Hier dreht sich alles um Getränke. Zwischen Kesseln, Reagenzgläsern und lauten Maschinengeräuschen leitet Diplom-Ingenieur Egon Kettern das Praktikum in der Getränketechnik. Auf dem neuesten Stand der Technik produzieren Studierende alkoholische und andere nicht alkoholhaltige Getränke, wie zum Beispiel Apfelsaft. Ich stelle heute Bierbrand her. Wir haben vor 4 Wochen etwa Bier hergestellt und möchten den heute zum Bierbrand destillieren. Bierbrand ist ungefähr vergleichbar mit einem milden Whisky. Wir bekommen heute aus 90 Liter Bier ungefähr 1 Liter 80-prozentigen Alkohol. Den kann man natürlich noch nicht trinken, der wird dann später noch verdünnt. Wir haben in diesem Semester 3 Praktikumstage, die über den ganzen Tag laufen. Da ist einmal die Apfelsaftherstellung zum einen. Dann, wie gesagt, die Bierherstellung und heute ist der letzte Tag mit dem Bierbrand. Bierbrand weist die geschmacklichen Merkmale von Bier auf und hat einen Alkoholwert von etwa 38%. Den Fachbereich der Lebensmitteltechnologie gibt es in Lemgo schon seit Anfang der 70er Jahre. So, jetzt haben wir hier vorne einige Produkte, die Sie selbst hergestellt haben. Ja, das sind ein paar Produkte, die unsere Studierenden in diesem Semester in ihren praktischen Arbeiten hergestellt haben. Da würde ich Ihnen jetzt zum Abschluss gerne mal was anbieten, ja, damit Sie sehen, dass wir nicht nur hier darüber reden, wie man das macht, sondern es auch können. Nicht weit von Lemgo befindet sich der 2. Standort der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold. Dort erlernen Architekten und Innenarchitekten das Herstellen von Farben und Konstruktionen. Hinter mir werden die kreativen Köpfe Deutschlands ausgebildet, Innenarchitekten und Architekten. Als erstes werde ich die Innenarchitekten besuchen, die machen heute irgendwas mit Farben. Und da werde ich jetzt erstmal ordentlich mitmischen. So, ich habe mir jetzt Professor Kesseler geschnappt. Was passiert hinter uns gerade? Ja, wir stehen hier im Farbraum, unserem Atelier für Malerei. Wir arbeiten mit Pigmenten und verschiedenen Bindemitteln, versuchen also nicht mit fertigen Materialien zu arbeiten, um da Erfahrungen zu machen aus der Malerei und die dann später auf die Innenarchitektur zu übertragen, weil die Farbe nun mal eines der wichtigsten Gestaltungsmittel ist. Mit einem abgeschlossenen Studium, was kann man da machen? Wie kann man sich das vorstellen? Was kann man damit machen? Im Prinzip, ein Architekt ist sehr festgelegt auf das, was er macht. Ein Innenarchitekt kann alles. Er kann im Messebau arbeiten, er kann in der Möbelindustrie arbeiten, in Läden Menschen beraten, zum Wohnen, zum Leben, ein eigenes Büro aufmachen, bis zum Design. Also die Grenzen sind da sehr, sehr offen und sehr vielfältig. Thank you.
So, hier verstecken sich die Architekten. Nachdem ich bei den Innenarchitekten war, werde ich erst mal sehen, was die hier so machen. So, neben mir ist jetzt Norbert, Tutor. Was macht ihr hier? Das Fach heißt plastisches Gestalten und für Architekten ist das natürlich sehr wichtig. Wir gucken, dass die Proportionen stimmen, also Proportionslehre, Komposition von Körpern, also dreidimensionale Körper zueinander stellen. Die müssen den Nachbarn quasi genau analysieren und gucken, wie sind die Formen und versuchen, denen in Pappe nachzubauen. Was kann ein Student mit einem abgeschlossenen Studium hier anfangen? Wo geht er hin? Wenn man jetzt einen Bachelorabschluss gemacht hat, ist es schwierig, weil damit wird man nicht in eine Kammer aufgenommen. Also man kann nicht sich Architekt nennen. Deswegen streben die meisten hier einen Masterabschluss auch an. Wie sind die Berufschancen? Berufschancen, klar ist der Markt angespannt und auch durch die Wirtschaftslage auch schon seit Jahren. Es gibt einfach zu viele Architekten für zu wenig Arbeit, aber ich glaube, wenn man irgendwie gut ist und flexibel, kann man jeder einen Job kriegen. Um einen Einblick davon zu bekommen, wie das Studium eines Umweltingenieurs aussieht, haben wir uns nach Höxter begeben. Heute sind die Umweltingenieure aus Höxter fällig und da gehe ich jetzt mal rein. Umweltingenieurwesen ist ein eigenständiger Bachelorstudiengang an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Höxter. Es werden die Schwerpunkte Wasser und Abfall sowie Klima und Energie angeboten. Neben den Natur- und Ingenieurwissenschaften beinhaltet das Studium einen hohen Praxisanteil. Mit einem abgeschlossenen Studium im Bereich des Umweltingenieurwesens ist man für die Zukunft mit Sicherheit gut gerüstet. Der vierte und neue Standort der Hochschule Ostwestfalen-Lippe befindet sich in Warburg und den haben wir unter die Lupe genommen. Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat neben Lemgo, Detmold und Höxter seit diesem Semester einen vierten Standort in Warburg. Elektrotechnik, Produktionstechnik, Maschinenbau werden hier als normales oder duales Studium angeboten. Mit gerade mal 18 eingeschriebenen Studenten befindet man sich jedoch noch in der Testphase. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüssikowski. Thank you.